Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute ist Race Day für mich. Heute geht es auf nach Neufeld zu einer olympischen Distanz. Für mich heuer der erste und auch der letzte Triathlon, den ich bestreiten werde. Ich habe noch einen Cross-Duathlon mehr oder weniger am Plan im Oktober. Aber das wird der letzte Triathlon sein. So, angekommen hier in Neufeld, bin ich hier gerade die Wechselzone einrichten und mich hier etwas umschauen. Das Wetter ist traumhaft, blauer Himmel. Und ja, der Prömelsterer See, hier kommen wir rein, hier geht es dann Richtung Wechselzone. Und ja, Start am Abgeordneten, natürlich so wie immer, Massenpflicht in der Wechselzone, aber ja, hilft ja nichts. Ja, jetzt habe ich noch gut eine Stunde 20 Zeit, mich vorzubereiten. Es ist Neoprenschwimmen, also das freut mich, muss es aber nicht sein für mich, da ich relativ gut schwimmen kann. Und ja, die ersten Leute trudeln hier auch schon ein. Das ist Wechselzone Nummer 2, da ich in der ersten Startwelle bin von 3 und das ist halt eine Wechselzone und ja, freue mich, ich habe Bock, bin schon richtig motiviert. Und ja, man sieht sich dann vielleicht noch oder erst nach dem Start, aber ich gehe mit euch jetzt mal hier zu meiner Wechselzone. So, das war's von mir, man sieht sich, vorbereitet und dann erst nach dem Rennen. So, das Rennen ist geschafft. Ich habe mich schon umgezogen. Zielzeit 2 Stunden 21:14. Mehr als zufrieden damit. Und ja, Schwimmen ging gut. Danach Rad, sehr windig, hügelig. Und teilweise sehr, sehr windig von der Seite. Da war ich froh, dass ich keine Scheibe hinter beim Laufen. Dann hat alles gepasst. Ich bin mein Zieltempo gelaufen. Bisschen abgefallen zum Schluss, aber was soll schon sein. Ja, jetzt werde ich noch mein Rad holen und dann geht's wieder ab nach Hause. Ciao. So, das war also der Neufelder Triathlon für mich. Wieder einmal eine olympische Distanz hinter mich gebracht. Ich habe hier meine Garmin App offen. Meine Finishzeit war 2 Stunden 21 und 14 Sekunden. Und ja, dann gehen wir mal über den Wettkampf. Der Wettkampf war sehr gut organisiert, muss ich sagen. Was jetzt allein Absperrungen und Unterstützung und alles betrifft, aber auch unter den Corona-Bedingungen mit Abständen, also wir sind in 10 Sekunden Abständen gestartet. Ich bin, glaube ich, als 43. gestartet, glaube ich, so 6 Minuten oder was hinter dem ersten. Und ja, bin dann ins Wasser gegangen, bin ins Wasser gesprungen, Brille runtergefallen, musste die Brille neu raufmachen, da ich was überall hatte. Nachdem ich das gemacht habe, konnte ich dann schwimmen. Es war eine Runde zum Schwimmen, 1500 Meter. Und ja, Schwimmen war relativ gut. Ich bin einen Schnitt von 1,39 auf die 100 Meter geschwommen, also knapp unter 25 Minuten aus dem Wasser gestiegen. Die Strecke war punktgenau 1500 Meter. Und ja, relativ zufrieden damit. Hätte ruhig ein bisschen schneller schwimmen können, aber hilft ja nichts. So, Wechselzone 1. Neo raus, rein in die Radschuhe, rauf aufs Rad. Nicht
viel zu machen. Natürlich ab aufs Rad. Die Radstrecke war 39,5 Kilometer, also gerade ums Einzel nicht. 40 Kilometer war kein Problem. Ich bin einen 38,7 Schnitt gefahren. Und ja, die Strecke war relativ hügelig. Also man hat 260 Höhenmeter gemacht auf 40 Kilometer. Das ist okay, finde ich. Also ich mag es gern, wenn es ein bisschen bergauf, bergab geht. Das Einzige, was ich nicht so mochte, war der teilweise sehr starke Gegen- und Seitenwind. Also ich glaube 50% der Strecke hatte man so gegenseitigen Wind. Da musste man schon aufpassen, dass man wirklich schön sich hält am Rad. Und dann zurück in den Ort hatte man natürlich Rückenwind, wo man dann halt auch mal 45 km/h bergauf fährt. Auch schön. Hatte ich kein Problem damit. Und ja, bin eine Stunde, 1 Minute und 16 gefahren für die fast 40 Kilometer. Und ja, dann haben wir noch zweite Wechselzone, runter vom Rad, rein in die Laufschuhe, alles mit, was du brauchst, Kappe, Brille, weiteres. Und ja, die Laufstrecke war laut meiner Garmin GPS 10,8 Kilometer. Die bin ich in 51,15 gelaufen, also ein 4,44er Schnitt. Beim Weglaufen, also die erste Runde ist es mir relativ gut gegangen, da bin ich, glaube ich, rund, sag mal 4,30 Schnitt gelaufen und dann auf der zweiten Runde wurde es dann schwerer. Ist eh immer so, ja, Strecke war sehr schön, viel Asphalt, breite Straßen, war echt geil, kann man nicht mehr sagen dazu. Und ja, natürlich im Ziel mit einer Zielzeit von 2,21. Ich bin froh, dass ich dort gestartet bin. Ich bin froh, dass ich heute noch einen Triathlon gemacht habe. Das ist die Medaille. Finisher-Medaille her. Bin, glaube ich, angeblich Zweiter meiner Altersklasse geworden. Weiß jetzt nicht genau, wie das war, da es in drei Wellen gestartet wurde. Aber ja, das war mein erster und höchstwahrscheinlich auch letzter Triathlon dieses Jahr. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen. Aber ins Rennen kann ich euch leider nicht wirklich mitnehmen. Und naja, man sieht sich im nächsten Video. Ciao.